Funktum TV am Apparat, Sie sind dumm, wir sind smart, was kann ich für Sie tun? Herr Gesellschafter, Hallöchen, wie geht's denn? Das ist schlecht, das ist ganz schlecht, das ist noch schlechter. Nein, nö, ja, nee, ja. Okay, alles klar, tschüss. Hallo Funk, hallo Nichtfunker, Dieter. Hi. Das war unser Gesellschafter. Der hat uns gefragt, warum wir bei Funktum TV den ganzen Tag nichts machen. Und was wir überhaupt den ganzen Tag machen. Und warum wir nichts machen. Und dass er uns den Geldhahn zudrehen will, obwohl wir überhaupt gar kein Geld bekommen. Das hat er alles in dieser kurzen Zeit gesagt? Na, er hat schnell geredet. Naja, kann ja nicht jeder so erfolgreich sein wie mein Kanal. Werbung. Werbung Ende. Und wie können wir mehr Abonnenten bekommen? Neue Videos drehen wäre schon mal ein guter Anfang. Meinst du, das reicht? Beef mit jemandem haben bringt auch Klicks. Beef? Na, Streit. Beef, 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 Streit. Den einzigen Beef, den wir damals hatten, war auf dem Burger von McDonald's. Zeiten ändern den Beef. Ich könnte einen Rap-Song veröffentlichen. Du kannst rappen? Natürlich, ich rappe every Saturday. Saturday. Naja, ein bisschen kann ich rappen. Dann lass es lieber. Es ist besser, wenn du nicht rappen kannst und es veröffentlichst. Und das sollen wir dann senden? Im Notfall senden wir Cat-Content. Ach ja, wir haben den Kater ja noch. Oh, und was kann der so? Oh, oh, Gott, oh.